Was? Ja. Okay, ich hoffe, das gehört zum Spiel. Auf jeden Fall. Ja, das muss zum Spiel gehören, weil mein zweiter Bildschirm ist noch Art Nukak-Spiel, das mich verarscht. Willkommen, willkommen, willkommen zu einem neuen Spiel, zu einer neuen Woche, zu einem neuen, was deine Mutter so hergibt. Und dieses Spiel ist mega geil. Mega. Allein daran sehe ich schon, dass mega. Ich habe es noch nie gespielt, aber allein daran sehe ich schon, dass es mega geil ist. Und ja. A problem has been detected and rainbows has been shut down to prevent damage to your computer. Unable to load image. If this is the first time you've seen this error screen, don't restart your computer. If the screen appears again, follow these steps. Check to make sure any progress wasn't lost. Technical information, mainlining, start new. Startup logo, PNG. Beginning save of physical memory. Physical memory save complete. Contact your system administrator or technical support, support group for further assistance. Press any key to continue. So, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich noch sagen, das Spiel ist eine Demo von einem Spiel, was bald rauskommt. Das war auf Kickstarter, wurde gekickstartet, so gesehen. Das ist durchgekommen. Das ist, glaube ich, sogar irgendwie um das Fünffache von dem Ziel übertroffen worden oder irgendwie sowas. Und diese Demo ist das beliebteste Free Game auf so Free Game Plattformen. Also das sagt schon ziemlich, ziemlich viel. Ich habe das vor ein paar Monaten schon runtergeladen gehabt, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, das zu spielen. Hatte irgendwie nie so die Motivation. Aber jetzt habe ich sie und jetzt spielen wir. Motherway Rainbow MI7. Copyright Motherway. Welcome. Hallo. Type Name. Mushti. Next. Bild. Was hatte ich immer für ein Bild? Was hatte ich immer für ein Bild? Ich hatte entweder einen Fußball oder diese Treppe oder so ein Flugzeug. Die Treppe gibt es gar nicht mehr. Zäh, dann nehme ich das Flugzeug. Bei Fußball juckt mich so ziemlich null. So. Censorship Data Propaganda. Bin. Hack Basic, Hack Area, Net Help, what the fuck? Internal Chat. Well, that wasn't the best way to start. I'll email you both the report. You both the report. Eh? Download it when you have the chance. Das hat Sharp geschrieben. Oswald schreibt, damn it. Wes is going to kill me. Why do I have to wait to read daily case file to find out we've been breached? So, jetzt lesen wir erstmal die zwei Berichte. Please, find the new arrest guidelines attached. All agents must comply. It is essential that we deliver results. I trust you will follow every protocol and secure the longest sentence as possible. Oh, diese Schriftart ist schon leicht hässlich. Regards, Captain Oswald. So ist der jetzt geschrieben. Morning everyone, our hard drives have been wiped, so we were reinstalling everything from backup. Should start on your PC momentarily. Here's the case file. Sharp. Ja, wie kann ich die Case file öffnen? Download. Achso. Das hier auch. Geil. Das ist jetzt schon geil. Arrest Guide. Achso, ich wollte es gerade auf meinen anderen Bildschirm schieben. What the fuck, man? Okay, sorry. The new wording for the three-tiered online arrest system is as follow. Selling prohibited items, drugs, drug paraphernalia, what the fuck, contracts, stolen property, stolen data, stolen software, sentence of 5 years in prison. Theft, 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 keine Ahnung, data theft, identity theft, computer fraud, wire fraud, sentence of 15 years, oha. Software development, developing software unlicensed, developing malicious software, delivering prohibited software. Was zur Hölle? Wenn das stimmt, dann habe ich verkackt. So, Case File 01. On the 9th of July 2010, MI7 suffered a serious data breach, resulting in the loss of all data not backed up. Investigation is in progress to determine now how the perpetrator gained access. Perpetrator?
perpetrator gained access and overcame the firewall. Our search for the guilty party is currently focused on www.freedomwire.bp and file sharing website that appears to be engaged in illegal activity in several sectors. After gaining access to our system, an uninvited guest logged in using a unknown freedom. Was? User account control. Which user account do you want to use to run this program? Ich hab gar kein Programm. Current user MI7 agent. Look up .exe military intelligence. Kann ich hier nicht irgendwie. Ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt Taskmanager starten würde, dann würde es nicht gehen. Weil ich dann meinen eigenen Taskmanager starte. Ich würde gerne den Taskmanager haben. Aber komm. Was ist das jetzt? Lookup Setup. Mann, ich will es auf meinen anderen Bildschirm schieben. Ist mir egal jetzt. Wo war ich? FreedomWire Moderator Account MuzzleBoy81. Geiler Name. Discover the identity of the owner of the screen name MuzzleBoy81 and connect the guilty party to evidence linking them to another crime. The public must not be made aware that MI7 was subject to this breach. So, jetzt hat sich von alleine irgendwie ein Programm geöffnet und die reden da irgendwas. Keep your head on. Application should be reinstalling momentarily. Also, this is the application. We need a real name and evidence for fresh crime to initiate an arrest. Checking the site out now. You will need 3 pieces of information to arrest the suspect. These are name, location, evidence. When choosing a suspect's location, it has to be the district they're in at the time of arrest. This may be their workplace or home. Evidence is important from your documents folder. Make sure you download the file you need. You can only use 1 piece of evidence, which will need to prove the suspect guilty of a particular crime. Setup finished. Boah, das ist ja voll. Adams Ellis, Aim Ellie. Wo soll ich das wissen? Okay, dann minimieren wir das mal ganz kurz. Schauen uns die Mail an. Meet up. Hey again. Maybe we should get a drink and have a proper chat sometime. Ashley. Ashley Barnes. Aha. Hello everyone. Thanks for welcoming me to MI7. So exciting. Doppelpunkt D. I'll be your new receptionist. Sorry I wasn't in to greet you this morning. I wanted to make an effort, but missed you altogether. Ashley. Okay. Also wir haben jetzt einen Suspect und es ist Ashley, weil die ist neu im Business. Kann ich einfach. So. Was kann ich jetzt machen? Ich gehe mal ins Internet und check mir die Seite. Ah, geil. Weil ich save mal. Wie hieß das? Freedomwire.bp. FreedomWire. Kann ich das größer machen? Kann ich nicht. Natürlich nicht. Welcome to FreedomWire, the newest file sharing location. Between the 5 moderators on this site, we have 15 years of experience. We never leave our bedrooms, PCs. Alles klar. MI7 can't stop us. Was? Shrekcraft 2. Hearts of Bugal. The Wachowski ASCII. DreamX. Game of Tomes Season 4 Episode 8. Okay, das ist so eine Art. Ja. Ja. Also sagt ja eigentlich schon alles File-Sharing. Okay, wir können es ja mal runterladen. Grand Trunk. For all those things not on the streets. 10% kick. You should have most of your software back now. Okay. Grand Trunk. Okay, so. Was ist das, Mann? Mainlining.exe. Military Intelligence. Sold by MuzzleBoy81. Scripting Mainline this. Aha. Hardware. Jammer, PPK, Motherboard, VERV. Keine Ahnung, was ist das? Emulator. Hitman. Was? Software. Achso, lol. Services Hitman. What the fuck? Can anyone explain why we don't have a mainline direct into the site yet?
hitmen. Sold by X minus 8 minus 8. Description will kill for money. Price 1000. Ending in 1203. Delivery Oswald office coincide. Get unlimited one day delivery. Grand prank. wen wollen die denn killen? Hitman einmal. Ja, ich habe mir jetzt einen Hitman bestellt. So. Dann hole ich mir einen Mainline. Wie viel Geld habe ich? Ja, ich habe unendlich Geld. Oder? Keine Ahnung. Get unlimited one day delivery. Mainline 2 mal 1. Schauen wir mal, was Mainline sagt. Hello Agent, for information and commands, type help. Localhost. Okay. Es läuft auf einem lokalen Server. Gehen wir zurück. Was ist das? Egal. Kauf uns Drogen. Der hat hier irgendwas. Nee, nee. Hä? Wir müssen was finden, was dieser Muzzleboy 81 verkauft. Cake. Ah, hier. Thank you for your order. We will be in contact shortly. Ach so, die haben uns eine Mail geschrieben. Schau mal einer an. Software up. The lookup software and mainline are reinstalled. You have everything at your disposal to apprehend the troll who gate crashed my kingdom. Yours faithfully, the IT guy. Hello. Thanks for your order. We'll let you know once your items have dispatched. Attached is a receipt confirming your order. Alles klar. Download. Okay, das können wir auch downloaden. Schauen wir mal unsere Receipts an. Order Hitman. Order Number Preparing for Dispatch. Hitman. Sold by Anonymous. To view the status of your order, return to Order Summary. Okay. Order Cake. Muzzleboy 81. To view. Okay, okay, okay. Alles klar. Schauen wir mal Help rein. Was gibt's denn hier für Commands? Clear. Help. IP Hack. Wir haben keine IP, deswegen können wir nichts machen. Ping Website, machen wir mal Ping. www.free. Wie ist es? Freedom? Wire? .pp oder so? Lol. Hä? Was war das, Alter? Hello, Mr. Green. I see you're trying to access my machine. Say hello to my friend, Mr. Red. Said Mr. Blue. Arrow offline. No internet connection available. What's happened? Oh, the swap is steroids with barbiturates, if you have to. Looks like our suspect disconnected us. I'll disconnect his head from his hormonally imbalanced body. Okay. Ja, kann ich hier nicht clear machen? Steuerung C abbrechen. It says the rest of the reset password should be on our desktop somewhere. Okay. Where's my coffee? The mall. Why are they always moving stuff? Muss irgendwie hier sein. Hack basic. Basic hack tutorial 01. To bring up a list of commands, type H or help into the type lines and press enter. This will work wherever you are in any system. Using these options, you will be able to navigate computer systems belonging to other users, look through files. Da fehlt ein Komma, Alter. Komma, look through files, discover personal information and other pertinent data. Access to this tool is granted selectively. Use wisely. Okay. Warte, machen wir mal das zu. Hack area. Area hack tutorial 2. When hacking, you will access many different areas of your computer and those of other users. Try to keep track of where you are. Wherever you are, you can return to localhost your PC by entering R or get help by pressing H. Network help. Password. Change me. Okay. Change me. R. H. Ja, fick. Sorry. So. Change me. Ist klar, starten wir mal wieder das. Back online. Ja, ihr macht ja auch gar nichts, der kleine Missgeburt. If you still have mainline open, note the IP, so he doesn't see us coming again. Ich hab nicht. Fuck. Ping. Wir müssen es nochmal machen. www.freedomwire. Ups. freedomwire.bp.
Alter. 232, 847, 864. Warte, ich muss nur irgendwo hinschreiben. Really? You thought you could ping me again and I wouldn't mind this time? I will have to look into making this automated. Warte, warte, ich habe hier einen Editor, gell? Ja. Ich hab halt echt einen Editor. So, wir schreiben uns das kurz auf. 232.847.864.43. Die Frage ist halt, wie kann der so easy uns disconnecten? So. Change me. So. Alles klar. Put him away for as long as you can. Quickly. So. Find a name and evidence linking Muscle Boy to anything illegal, anything. Okay, hab ich doch schon. Hab ich doch schon. Was mache ich denn damit? Ich hab das ja hier. Hier. Cake. Wie zeige ich dir das? Machen wir nochmal Help. IP-Hack. Ach so. Das können wir halt echt machen. Aber das, wir sind halt Noobs im Hacken. Egal. Switch locked in use. Erstmal mal IP-Hack. IP-Hack. 232.847.864.43. IP-Address, IP-Hack. Logged into FreedomWire. FreedomWire. Hello, FreedomWire. Type help for help. Help. Down. Also, warte. Schauen wir, machen wir erstmal eine Liste. Was haben wir hier? Ideas, Mod, Names, Readme. So, wir downloaden erstmal. Readme. Download Ideas. Download Mod Names. So. Read the contents of a file. Return. Download to localhost. Return to localhost. Info. Display users information. Info. First name FreedomWire. FreedomWire unknown. Unknown. Okay. Nee. Schreiben wir es trotzdem auf. FreedomWire. FreedomWire. So. Bringt zwar nichts, aber ist egal. Kann am Ende nochmal nützlich werden. Nochmal clear. Huch. Nicht hier. Hier. Clear. Okay. Machen wir lieber mal R. So. Jetzt sind wir weg vom FreedomWire. Jetzt können wir mal das alles lesen, was der hier hat. Readme, Ideas and Mod Names. Readme. Author FreedomWire. FreedomWire.FreedomWire. Title Readme FreedomWire. Downloaded at 21.59. File reads. This site currently doesn't host any illegally downloadable content and has been developed for the legal purpose of ad revenue. Nothing on this site shows or can be used as evidence to prove the guilt of one of its moderators. File ends. Ideas. Ideas. Network ratings. 10-star system. Let users post feedback. Remove ads and actually host content. Ah, nee, das ist riskant, Mann. Da machst du dich strafbar. Mod Names. 420 Kid Adam Sun. Huch. Ryan Bell. Lol. Warum stehen da die Namen? 420 Rick. Adam Sun. Warte. Adam Sun. Freak No Leash ist Peter Farbs. Muzzle Boy 81 ist Ryan Bell. Creepy Stranger ist Josh Stone. Kind-Hearted College Man 71 ist Neil Smith. So, Fallens. Alles klar. Dann machen wir jetzt mal so, wir haben jetzt alles hier. Also minimieren wir mal das hier und schauen uns mal die Namen an. Adam Sun. Adam Sun, den gibt es hier gar nicht. Das ist wahrscheinlich Fake-Namen. Ryan Bell. Den gibt es halt auch nicht. Ach so, das ist der Nachname. Ach so, hoch. Bell. Bell Ryan. Bell, Bell, Bell. Hier. Bell Ryan. Ich arreste noch niemanden. Ich arreste noch niemanden. Kann ich da was hinschreiben? Hey Leute. Warte, warte, was kann ich denn hier noch machen? Help, was kann ich hier noch machen? Switch.
Username MuscleBoy81. Geht es nicht? Okay. Warte, machen wir mal wieder IP-Hack. IP-Hack freedomwire.pp. Was laberst du denn, Mann? Clear. Steuerung C. Oswald. Sharp. Lass mich verarschen, Mann. Okay, dann halt nicht. Dann fangen wir, starten wir jetzt einfach neu. So. IP-Hack. www.freedomwire.bp. So. Was? Achso, ist ja keine IP, Leute. Sorry. Habe ich gerade gar nicht bedacht. 847.864.43. So. Help. Type. List. Mod names. Read me. Rework Ratings. Ja, das hatten wir ja schon. Clear. Nee, warte. Download File haben wir schon. Return. List hatten wir auch schon. Display Users Information. Nee, das geht nicht. Okay. Machen wir mal hier. Er hat halt echt alles gespeichert, Mann. So. Kann ich mich irgendwo einloggen? Thor. Maps once said. AIC, SVNT, Leonis. Then we introduced the Thorns. Okay. Thorn is a loose network of activists and hacktivists. We believe in freedom and privacy and draw attention to those who try to take that away in the name of false security. We sponsor... Oh, da waren wir noch nicht. Download Manifesto. Who really are the Lions? So, gehen wir auf die Seite. Special Cases. Coming soon. Specialcases.bp. Dann gehen wir mal auf die... Wir hacken mal die Seite. Warte kurz. R. Hey, warte. Ping Special Cases. Was? EU oder was war das? Oh, BP. BP. So, warte. Ich schreibe mal kurz hier auf. Ich kann da nicht aufschreiben. Verdammt. Egal. 230.77.142.2. Und dann pingen wir auch noch die anderen an. Ping. Wie heißt die andere Seite? Thorn.bp. Form.bp 231 44 118 106 und diese Kamelseite da. Kamelseite. Wie heißt es? Grand Trunk. Ping GrandTrunk.bp. So, 255, 123, 109, 177. Gut. Ich will es halt nicht löschen. Und die File ist voll und der geht hier mal runter. Geil. Na, ist mir egal. So. Jetzt, warte ganz. Ich habe zu wenig Platz, Mann. Minimieren wir das mal ganz kurz. Jetzt machen wir mal IP-Hack 230.77.142.2. Hello. Jetzt drücken wir mal hier Help. Haben wir hier eine List. Special Cases, no files found. Info. Okay, da ist nichts. IP-Hack 231.44.118.106. Help. List. Download Money, Download the Lions. Das hatten wir schon. Download a Guide. Die hatten wir ja schon alle. Fuck. Info. Ups, Info. Okay.
clear. R. IP Hack 255.123.109 und 177. This IP is hosted outside of your jurisdiction. It is illegal to proceed. Would you like to proceed? Ich lasse es jetzt mal ganz kurz offen. Und wir lesen erstmal die Dinger, die wir runtergeladen haben. Wo ist es? Money. Hier. Author Thorn. Title Manifesto, downloaded at 22.06. Manifesto, our intentions are clear. To make MI7 pay for its arrogance using its own systems. We will capture and release all the data it holds. For the benefit of the public, ignorance is bliss. Achso, da ist ein Punkt, sorry. Ignorance is bliss, but knowledge is safety. The services we smell, which the government deems immoral, give the public what they crave and fund our operation to ensure their ultimate safety. Thank you for violence. So. Hallo? Okay. The Lions is nothing more than a name the rats from MI7 gave themselves. But consider, while lions are majestic, powerful creatures, MI7 rats are little more than a cowardly, overreaching, government-funded and controlled computer club. File ends. So, a guide to being someone else. A guide to becoming someone else by Muzzleboy81. I'll admit, I've stolen identities for my own use many times. It's not hard. Often I'll start by finding a way into a MyFace account. People leave all kinds of personal information lying around in those things. Any action I take using this data can't be tracked back to me. Could this cause problems for someone? How's this for a lesson? If you don't want your identity stolen, don't leave your data where anyone can take it. Das stimmt, ihr Lappen. Hört auf den Typen. So, heißt, das ist wahrscheinlich nicht der. Ja, Ryan Bell ist wahrscheinlich nicht der. Und wir haben keine wirkliche Information. Und einfach mal yes. Legally lagged into the grand trunk. Okay. Help. List. Info. Es gibt einfach keine Files. Mehr. Verdammt, was machen wir jetzt? Wir haben halt echt keine Files mehr. Wir müssen im Internet irgendwas noch finden. Ich weiß nicht was. Wir müssen was finden. Gem. Kaufen wir mal alles. Aber wir können sogar mehrere Tabs haben. Wie cool, Leute. Kaufen einfach alles. The Fly, Anonymous Hawk, Mandy, Anonymous Get in Tune, Keck, Mainline Dis, Magic, Pure Magic. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier bekommen. Thanks for your order. Download. So. Wo ist das? Order Mandy. Warte, ganz kurz bevor wir hier schauen. Da stand doch irgendwas, gell? To view status of return to order summary. Wo ist order summary? Das ist die Frage. Services. Okay. Software Development, Muzzleboy 81. Ah, Description Coder. Price 500. Punkt 500, keine Ahnung, was Punkt 500 heißt. So. Okay, machen wir mal das weg. Das können wir minimieren. So, weg. Huch. Ist hier auch weg. Kann ich ja hier löschen? Warte. Hör doch auf. Hallo?
kann die nicht löschen. Heißt, ich sehe auch die alten nicht. Oder? Ja. My Documents. Geil. Geil, Mann. Fuck. Fuck. Was gibt's hier aus dem Menü? Mehr gibt's hier nicht. Der ist es halt nicht. Der Typ, ich kann den nicht einfach arresten. Ich kann den nicht einfach arresten. Was mache ich jetzt? Probieren wir mal all diese Namen aus, okay? Warte, clear. Switch 24 Rig. Was? Switch 24 Rig. Freak, no. Leash. Muzzle Boy 81. Creepy Stranger. Kinds Hearts College Man 71. Okay. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist blöd. Ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Ich schließe mal kurz das. Das habe ich hier offen. Never tell anyone your password. Huch. Change me. To reset your network, click on the. Alter, wir pingen den mal nochmal an. Okay. Ping. Ah, wir pingen mal direkt hier. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Hä? Alles weg! Fuck. Freedomwire.bp. Echt? Da ist nichts passiert. Hä, warum? IP-Hack. 232.800. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. 864.43. Hä? Warum geht es nicht? Es muss gehen. Was ist daran falsch? IP-Hack 232.847.864.43. Ach, jetzt. Nö. Hab echt keine Ahnung, Alter. Was? Was macht der denn, Mann? Clear? Ach so. Read. Oder wie hieß das? Type. Mod Names. Wir machen jetzt einfach mal eine Zeile. 24 Kit. Ah, der hieß Kit, nicht Rit. Lol. Adam's Son. Was? Freak No Leash. Peter Farbs. Muzzle Boy 81. Ryan Bell. Creepy Stranger. Josh Stone und Kind Hearted College Man 71 ist Neil Smith. So. Machen wir mal weg. Schauen wir mal hier, was kann ich hier machen? Mani. Boah, ich habe keine Ahnung, Alter. freedomwire.bp. Vielleicht gibt es ja noch mal irgendwas.
Das ist, wenn ich da draufklicke. Was passiert dann? Und jetzt Download? LOL! 10%. Hä? Warum 10% direkt? Wie kann ich die denn löschen? Ich möchte diesen Kack löschen. Ich habe zu viele Files. Immer noch 10%. Verdammt. Was machen wir jetzt? Discoverer, lol, der Name, Alter. Maps one sets, bla bla. We sponsor diese und diese. Irgendwas stimmt hier nicht mehr. Special Cases muss funktionieren. Wir haben jetzt alle vier gepinkt und gehackt, gell? Wenn ich mich nicht irre. Find the name and evidence linking Muzzleboy 81 to anything illegal, anything. Ja, das haben wir ja schon. Warte, ich save mal hier. Hallo? Ja, ja, egal. Location. Ja, woher soll ich wissen, wo er ist? Evidence. Ach, hier ist eine weitere Seite. Nee, ist sie nicht. Warte. Mod Names. Location. Keine Ahnung, wo das ist. Arrest Location. Ich habe keinen Plan, ehrlich. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Freedomwire.bp. Schauen wir mal nochmal nach. Achso, es war gar nicht hier. Oder? Doch, das war da. Hier. Der verkauft Keck. Ein Keck darf der nicht verkaufen. Was gibt's denn noch so für Seiten? MI7.com. MI7.bp. Was weiß ich? Huch! Sorry, hab mich kurz rausgeklickt. Ich würde sehr gerne löschen. Warte mal. Wie kann ich denn hier löschen? Und wo kann der Typ sein? Das ist halt auch so die Frage. Wir haben Keck geordert, gell? Hier. Order placed, order total 20498586614. Huch. 8614. So. Order Status. Von wo kommt die Order? Das ist die Frage, weißt du? Wie heißt es? Grandtrunk.bp. Magic. Ne, Magic komme ich nicht. Keck. Wir beiden es nochmal. Delivery Oswald Office Coincide. Wohin? Ending in 1, 2, achso. Grand Trunk Prime. Guck mal, ich sehe das halt nicht mal. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich diesen Kack löschen soll. Lösch den Kack. YX. Hack Basic. Access to this tool is granted selectively. Discover personal information and other pertinent data. Ich weiß ja nicht mal, wo der Typ ist.
Leider. Discover the identity of the owner on the screen name and connect the guilty party to evidence linking them to another crime. Habe ich ja schon. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ashley Barnes. Die hat auch irgendwas damit zu tun. Agent Sharp. Captain Oswald. Was soll das, Mann? Wieso kann ich hier nicht runterscrollen? Kann ich echt nicht scrollen, what the fuck? Sold by Anonymous. Order Hawks. Hawk, Alter. Bitte, funktioniere. Lass mich auch kommen. Lass mich irgendwas finden. Boah, leck. Es ist halt nicht der, das sagt ihr selber schon, dass es nicht der ist. Die Frage ist ja, was können wir da machen? Kann ich mich nicht als die einloggen oder so? Nee, ich verstehe das nicht. Ray Matt Ryan Bell. Resident Kings. Occupation. Lager. Evidence. Mod Names. Nee. Hier. Order Kick. Order Confirmed Kick. Location. Steel Bay Freeway Warmshore Drexel Ocean Beach Dockyard Kings. Coincide. Hier. Signed in as Mushti. Ryan Bell. Sex Male. Arrest. Arrest. Blogger wrongly accused of data misuse. A suspect has been unlawfully jailed in connection with today's attack on the newly reinstated MI7 headquarters, an official has stated. Okay, beste Art vorzulesen. At 22:26, blah blah, 29-year-old arrested in Coinsa was released not long after the moderator service brought them in. Okay, und jetzt? Leute, redet mit mir. Ah, geil, da kann ich einfach den Desktop zurück. Change me. Okay. Jetzt alles wieder weg. Ach so, sind wir jetzt wieder zurück, oder was? Jetzt kann ich selbst nicht, kann nicht sehen. Hä? Freedom Wire. Freedom Wire. Boah, wie lange der braucht, um das runterzuladen. Download. Vielleicht geht eins davon, vielleicht kann ich eins davon 100% runterladen. Kann ich nicht. Warum geht es denn nicht? Dream.exe. So. Huch. Nö, ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Wir können ja die Oma. Wie hieß die? Ashley. Also Ashley B. Ashley. Hä? Ashley? Barnes. Ashley Barnes. Sie muss ganz oben sein. Bale. Baker. Bill. Barn. Barn. Hä, die gibt's hier gar nicht. Nee. Alice Adams. Wie hießen die anderen? Boah, komm. Hör doch auf.
Das Ding ist, die machen ja nur nichts Falsches. Hardware, Service, Mainline 2.0, Prof. Went. Hä? Hä, hat das nicht gerade? Nee. Das hat Muzzleboy 81 verkauft. Viel Geld wird denen noch geben. Schon sick. Hitman. X88. Will kill for money. Hardware. Jammer. Anonymous. Anonymous. Anonymous und Anonymous. Huch. Ist alles Anonymous. Das gibt's doch nicht. Nur Muzzleboy 81. Und die Service-Typen geben an, wer die sind. Es ist ja lächerlich, Mann. Wie ist das? Trunk.pp oder was? Thorn.pp. Oh Gott. Ich würde halt gerne mal meinen Müll leeren. Weißt du, was ich meine? Weil ich sehe die hier nicht. Dann machen wir nochmal neu. Warte, ich komme gleich. Warte. So, willkommen zurück. Und irgendwie blicke ich einfach nichts. Also ich hab keine Ahnung, was da noch gehen kann und was das wird und was das soll und so. Und ich glaube, das hat irgendwas mit diesem Code hier zu tun. Nennen wir es mal Code. Ich, keine Ahnung, Mann. 8. Was ist H für? Doch, 8. I kommt. GHI. 9. C ist 3. Punkt. Ja, okay, das ist ja unmöglich. SVNT. Ne, das kann gar nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, Mann. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich habe halt versucht, den einen Typen zu. Nochmal zu festzunehmen. Aber es ging nicht. Und dann habe ich die anderen Typen nachgeschaut. Also was das für Leute sind, aber hatte auch keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Ich komme da nicht drauf. Ich habe alles versucht. Ich dachte, weil diese Ash, die hat uns ja auch eine Mail geschrieben. Wo ist die Oma? Hier. Die meint so, hey, let's meet up. Ich würde dir gerne antworten, aber ich weiß nicht wie. Yo, Ashley. Ich habe mich versucht umzuloggen als Oswald, als Sharp, aber hat nicht geklappt. Es muss irgendwas zu bedeuten haben, dieses HIC. Maps once said Hicksvint Leonis. Was? Hick Leonis ist irgendwas mit Lions. Svint. HIC. HIC ist SVNT. Das sind ja diese Lions. Okay, warte. Die sagen ja was. Who really are the Lions? Schau mal, was die sagen. The Lions. Who really are the Lions? The Lions is nothing more than a name the rats from MI7 gave themselves, but consider. A cowardly overreaching government funded. In Computer Club. The Lions ist. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß echt nicht. Ich habe versucht, alles zu hacken wieder. Habe ihm wieder alles aufgeschrieben. Aber es hat gar nichts geklappt. Da kommt halt einfach nichts raus dabei. Weißt du, wenn du jetzt hier zum Beispiel die IDs anschaust, dann steht einfach nichts. Dann schaust du hier Type Mod Names, die habe ich schon runtergeladen. Brauche ich nicht. Typen wir mal README. Das haben wir auch schon gehabt, mal clear, R, IP-Hack. Also was mich halt so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass sich halt hier, also Grand Fire Hotel, oder Grand Fire Trunk, sorry, Grand Trunk, verdammt, Grand Budapest Hotel, dass ich hier aufgefordert werde, irgendwas zu machen. Hä? Wieso kann ich nicht das Teil... Alles klar. Ja. Der IP-Hack 255 hoch. 255, 219, 7, 8, 1, 5, 4. Jetzt machen wir Yes, okay? Was steht hier? Illegally logged in.
to Grand Trunk. Grand Trunk. Hello, Grand Trunk. Type help for help. Help. Jetzt schauen wir die Mann wieder. List nichts. Ich dachte, vielleicht sind da irgendwelche versteckten Files, okay? Dass da, was weiß ich, auch irgendwie so eine Readme-Datei ist. Habe ich dann Type Readme geschrieben? Habe ich Type List, was weiß ich, Mod Names habe ich auch schon geschrieben, da kam auch nichts. Also ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Ich bin leicht verzweifelt. Ich will es halt unbedingt lösen. Das Spiel ist geil. Das Spiel ist geil, ja. Ja, ist schon mega geil. Vielleicht sind da irgendwelche Links zwischen den Seiten. Heißt, wenn ich jetzt hier IP-Hack specialcases.bp mache. Huch, sorry. IP-Hack 230.85.249.179. Dann mache ich mal List. Nichts. Help. Info. Huch, Info. Ist hier dasselbe, ja? Clear. Help. Type. Readme. Type. Mod names. Type. Ideas. Download. Ideas. Warte mal. Warte mal. Kann. Warte. Wie hießen diese anderen Daten? A guide, the lines money. Vielleicht read. Type money. Manifest. Vielleicht gibt es hier auch. Oh, ich habe keine Ahnung, Mann. Bitte irgendwas. Hick, Swind, Zins. Senuel. Was? Warte, hi. Ich. Ich weiß es nicht. Daraus kann man Ich machen oder Chi. Und Chis. Chin. Chinese. Chinese. Notes. Notes. Will. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, Mann. Warte, wenn wir das jetzt umschreiben. Dann schreibe es einfach mal rückwärts hin. Seniors. C-A-C-A-H. Achso, warte, ich habe es falsch geschrieben. Senuel. T-N-V-S-C-H. Nein, doch, T-N-V-S war richtig. Die Frage ist halt, was kann man daraus machen? Muss ich jetzt irgendwie so die ASCII, ich dachte daran, dass ich die ASCII-Codes davon rausfinden muss, aber das kann gar nicht sein, weil dann wäre die IP-Adresse einfach viel zu lang. Warte mal, ich google es mal kurz auf dem Handy. Es kann ja sein, dass es doch so ist, das kann aber echt nicht sein. Deswegen habe ich halt gedacht, so ja, vielleicht ist es einfach die Stelle des Buchstaben. Warte. ASCII oder ASC2, was weiß ich. American Standard Code for Information Interchange. Okay, ASCII stimmt dann. So, warte. Codierung. In Binary, als ob ich das jetzt in Binary aufschreibe. A ist 41, 42, 43. Oleg. Ne, 65, 66. Oh, shit. Okay. Dann ist das. Warte, 65 ist 1. Ist A. Warte, schreiben wir es kurz auf. A ist gleich 65. Heißt, H ist dann 8, 73. Ist 74. Das ist 68. Ne, das ist 67.
Hey, das geht, das kann gar nicht sein, das wäre viel zu lang. Was ist das für eine Kack-IP? Wo soll ich dann die Punkte reinsetzen? Das ist doch keine IP, Mann. Das muss ja irgendwie 2 hoch wie viel sein? Keine Ahnung, 2 hoch deine Mutter. Es gibt 2 hoch 32 verschiedene IPs. Glaube ich. 2 hoch 16. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles vergessen. Ist mir egal. Ich will es auch nicht wissen. So. Nachher lecken. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, die nochmal anzupingen, dass dieser Mr. Blue mich attackiert. Hat er nicht. Download. Ist hier nichts passiert. Clear. R. Warte. Schließen das mal kurz. Öffnen das mal kurz. Hello, Agent. For information on commands, type help. 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 Ping. Und da passiert halt nichts. Leider. Leider passiert da nichts. Und ich weiß halt einfach nicht, wie es weitergeht. Gut. Ja, egal. Es soll es auch gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber das Spiel ist mega geil. Wer Bock hat, wer eine Idee hat, kann das ja mal selber runterladen. Ich packe den Link in die Beschreibung. Ihr könnt es runterladen, selber spielen und dann eskalieren und ein Hacker werden oder was weiß ich, was ihr werden wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich hatte nämlich ziemlich viel Spaß, auch wenn ich am Ende richtig verzweifelt war. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag und ciao.